Die meisten leben wohl in städtischer Umgebung und haben keinen echten Fluchtort. Müssen also wohl oder übel in urbaner Umgebung bleiben. Den sogenannten Bug-in. Man hat sich ja schon Vorräte angelegt, Gedanken zur Hausverteidigung und Haussicherung gemacht, Verhaltensregeln aufgestellt und die wichtigsten Entscheidungen sind schon vorab getroffen worden oder nicht. Vielleicht bleibt einem nichts anderes übrig, als zu Hause durchzuhalten, solange es geht. Hier gibt es viele Tipps, doch alle sind sehr unbestimmt, was Details angeht. Und ja, es liegt auch daran, dass die Grundsituation für den einen und für den anderen wieder anders ist. Der eine hat ein freistehendes Haus, der andere, der lebt in einem Reihenhaus oder sogar im obersten Stock von einem Hochhaus. Da sieht die Heimverteidigung für jeden etwas anders aus. In einem kleinen Video bin ich schon mal auf die Grundlagen eingegangen. Ich verlinke euch das oben. Was solltet ihr denn einlagern? Bug-in ist ja immer so eine Einlagerungsgeschichte. Im Grunde kann man alles einlagern, was nahrhaft ist und was lange zu lagern ist. Ohne großen Einsatz von Strom oder Kühlungen. Mit der Zeit kommt man aber drauf, dass es Kernlebensmittel gibt, die man vorziehen kann. Zum Beispiel Reis. Neben hochwertigen Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett liefert Reis natürlich auch viele weitere Spurenelemente und Mineralstoffe. Dazu gehören zum Beispiel auch Magnesium, schont Herz und Nieren und schützt vor Muskelkrämpfen. Eisen spielt eine wichtige Rolle bei der Sauerstoffversorgung des Blutes. Kalium, das stärkt den Blutdruck, also senkt auch den Blutdruck und steuert den Wasserhaushalt des Körpers. Und Zink, das stärkt die Abwehrkräfte und wirkt entzündungshemmend. Die Nährstoffe sind äußerst wichtig und ja, das macht Reis auch in vielen Ländern zu einem sehr, sehr beliebten Hauptnahrungsmittel. Wie viel Reis braucht man denn da am Tag pro Person? Es kommt ganz darauf an, ob man es als Beilage oder als Hauptgericht benutzt. Als Beilage kann man sagen 60 Gramm, als Hauptgericht in Trockenmasse 100 bis 120 Gramm. Dann rechnen wir mal die 25 Kilo Reissäcke. Die kosten so unter 30 Euro, wenn man Basmati-Reis nimmt, den günstigsten. 25 Kilo geteilt durch, nehmen wir mal 120 Gramm, also 2500 Gramm durch 120 Gramm. Da könnt ihr ausrechnen, wie lange ein Sack pro Person reicht. Als Ergänzung zu allen Speisen, die man zu Hause hat, egal was, empfehle ich immer Multivitamin- und Multispurenelement-Tabletten. Die gibt es relativ günstig in der Drogerie. Und decken soweit es geht alles ab. Da gibt es auch so Packungen mit 365 Tabletten. Kann man jeden Tag eine nehmen für ein Jahr lang. Dann gibt es ja vielfach trocken Gemüse, also weiße Bohnen, grüne Bohnen, Erbsen, Linsen. Auch da sind Spurenelemente drin, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Also die weißen Bohnen. Nehmen wir mal als Beispiel. Die haben pro 100 Gramm 248 Kilokalorien. Das macht 12,4% des Tagesbedarfs aus. Es sind 37,3 Gramm Kohlenhydrate und 21,2 Gramm Eiweiß und 1,6 Gramm Fett. Ich schreibe euch mal unten in die Videobeschreibung so ein bisschen was rein zu Reis und vielleicht weißen Bohnen, vielleicht auch noch zu Erbsen und Linsen, was die genau an Werten haben. Da könnt ihr es mal nachlesen. Und wie gesagt, rechnet es euch mal aus, wie viel an Kilokalorien ihr braucht, bis ihr die 2400 für den Mindestumsatz zusammen habt am Tag. Ich sage mal, man kann auch ein bisschen weniger auskommen, wenn man rationiert, aber man sollte nicht unter 900 Kilokalorien pro Tag fallen. Dann empfehle ich eben, habe ich schon öfters gemacht, die Mr. Tom Erdnuss Regel. Es klingt blöd, aber ich lese mal vor, was da alles drin ist. Eiweiß. 10,4 Gramm. Kohlenhydrate 10,0 Gramm. Fett 16 Gramm, sehr viel. Und insgesamt hat ein Riegel, also 40 Gramm, haben 229,2 Kilokalorien. Also eine ganze Menge. Und man muss nicht kochen. Man braucht kein Wasser dafür, außer zum Dazutrinken.
Kann sie leicht mitnehmen, sie sind nicht schwer. Ist also für Notgepäck und für die Flucht oder für unterwegs eine optimale Ergänzung. Neben dem Essen braucht ihr natürlich genügend zu trinken zu Hause. Sie würden sagen, ja gut, ich kann die Leitung aufdrehen, wir haben das schon diskutiert und erörtert. Im Blackout-Fall oder auch in anderen Fällen wird wahrscheinlich die Wasserversorgung gestört sein und ihr werdet aus der Leitung nicht mehr viel oder gar nichts mehr bekommen. Gut, darum bei Blackout sofort alle Gefäße voll machen, die Badewanne, die Waschbecken, so hat man wenigstens eine gewisse Zeit lang einen Trinkwasservorrat. Ganz klar, ohne kommt man nicht aus. Trinken müsst ihr wenigstens, also Minimum, 1 Liter pro Tag, pro Person. Aber es ist das absolute Minimum. 2 Liter wären optimal. Bevor man nun allein in seiner Wohnung bleibt, so völlig auf sich allein gestellt, sollte man erwägen, sich anderen anzuschließen. Freunden, befreundeten Familie. Wenn man im Haus noch Platz hat, ein Gästezimmer da ist, fragen, ob man da unterkommen kann. Ah. Gleich das Nötigste, was man noch mitnehmen kann, mitnehmen. Vielleicht kann man auch mal kurz mit dem Auto vorbeifahren, die Sachen abladen, wenn es noch geht. Ansonsten halt nur mit dem Rucksack. Ja, mit so einem kleinen Fluchtrucksack, mit einem kleinen BOB. Dorthin vielleicht noch die 1 oder 2 Einkaufstaschen oder Jute-Tüten. Kunststoff ist ja nicht mehr so beliebt. Mitnehmen. Warum ist das überhaupt erwähnenswert? Warum nicht alleine in deiner Wohnung bleiben? Plug-in. Da hört aber die meisten Aussagen auf. Die sagen Plug-in und legt euch Vorräte an und Hygieneartikel und Heimsicherung und ja. Das ist vieles übersehen, aber dann, dass es daran scheitert, dass man alleine ist. Man muss nämlich einen geregelten Tagesablauf festlegen. Jetzt werdet ihr sagen, warum, wenn uns herum alles durch ein Blackout stillsteht, warum brauchen wir denn einen geregelten Tagesablauf? Von außen betrachtet stimmt es sicherlich, dass er keinen braucht. Trotzdem sollte man eine gewisse Routine einführen und die auch nach Möglichkeit einhalten. Alle schlafen nachts, damit macht man es potenziellen Plünderern sehr leicht. Kochen, das machen wir, wenn wir Hunger haben. Brennholz aus dem Garten holen. Naja, wenn drinnen alles weg ist, dann holen wir Neues. Ja, noch haben wir genug Wasser da in den Behältern. Die Badewanne ist noch halb voll. Das langt schon noch eine gewisse Zeit. Wer so denkt, hat leider schon verspielt. Hier seht ihr ein Wasserreservoir nahe meiner Wohnung. Ist relativ voll, sieht aber schon sehr, naja, eigig aus. Aber weiter hinten ist es relativ klar. Wenn ihr spazieren geht, schaut euch schon vor der Krise um, wo Wasser zu holen ist. Oder wo ihr bestimmte Kräuter und Pflanzen finden könnt. Das gilt natürlich jetzt nur für die wärmere Jahreszeit, für Herbst oder Winter. Werdet ihr wenig in der Natur finden. Aber Wasser findet ihr fast überall. Entweder in Form von kleinen Quellen, Bächleins, stillstehenden Tümpeln. Vielleicht habt ihr auch einen 1000 Liter IBC in eurem Garten stehen, eine Wassertonne. Vielleicht fangt ihr schon länger Regenwasser auf. Alles das sind Quellen, um euch mit Wasser zu versorgen. Was gibt es sonst noch zu beachten in einem Plug-in? Nach Einbruch der Dämmerung solltet ihr die Rollos leise runterlassen oder leise hochziehen. Und tagsüber auch nur so weit hochziehen, wie ihr Licht im Haus braucht. Also nicht völlig hochziehen, das macht eure Fenster angreifbar. Wenn ihr im Hochhaus im 12. Stock wohnt, ist das natürlich nicht so groß relevant. Nachts sollte immer jemand Wache halten und bei auftauchenden Problemen die anderen wecken. Nebenher kann er noch kleinere Arbeiten erledigen, wozu man dann möglichst wenig Licht braucht oder gar keins. Etwa aufräumen, abwaschen, Müll entsorgen, das Frühstück herrichten. Das sind so Tätigkeiten, die kann man auch nebenher nachts machen. Da solltet ihr weiterhin bei festen Mahlzeiten bleiben, also bei Zeiten, in denen ihr eure Hauptmahlzeit zu euch nehmt. Das macht es leichter, es zu organisieren. Ihr solltet euer Essen von Anfang an leicht rationieren. Ihr braucht wirklich nur 2000 Kilokalorien, wenn ihr nicht arbeiten gehen müsst. Und das müsst ihr ja nicht mehr. In so einem Krisenfall wird kaum noch etwas zu tun sein, wenn es in eurer Nähe eine Notversorgung gibt.
Also eine Notküche, wo man Päckchen kriegt, Wasser kriegt. Geht auf jeden Fall hin. Dort kriegt man neben dem Essen, das ich persönlich nicht essen würde, denn man weiß ja nicht, was da alles drin ist. Auch das Wasser würde ich nicht trinken, das ich dort kriege. Aber man kriegt Informationen und man sieht, wie sich die Lage entwickelt. Kommen da von Tag zu Tag weniger Leute? Wird die Stimmung aggressiver? All das sollte in die Tagesbesprechung einfließen. Und da sind wir schon bei dem Punkt. Man sollte immer schon möglichst früh ein Tagesbriefing abhalten, wo man eben solche Dinge bespricht wie, wie war es bei der Notversorgung? Was steht an Arbeiten an? Was ist zu tun? Und ja, das Ganze bringt dann Struktur in euren Tagesablauf. Und ihr verteilt die Arbeit gleichmäßig auf alle. Ja, da sollte zum Beispiel jemand abgestellt werden, um eure Powerbänke mit einem Solarfaltpanel zu laden, eure Stirnlampen zu laden. Das natürlich nicht, indem er raus in den Garten geht und sich da hinstellt oder die Sachen hinlegt, sondern wenn es geht, an einem sonnigen Fenster und drinnen. Ihr wollt nicht mehr auffallen. Für euch gilt im Plug-in auch das Grey Main Prinzip. Das heißt, so wenig wie möglich Aufmerksamkeit erregen. Weder indem ihr euch besonders auffällig anzieht, noch indem ihr euch besonders auffällig verhaltet. Am wenigsten sollt ihr anderen zeigen, dass ihr vorbereitet seid. Langsam wird es immer kälter und ich sag mal, was ihr auch immer parat haben solltet, in der warmen Jahreszeit vielleicht nicht so sehr, aber in der etwas kälteren im Herbst, wir haben nur mal 6 Monate kühle Temperaturen, ist so eine schöne Wollmütze. Sieht nicht unbedingt vorteilhaft aus, aber ihr gebt am meisten der Wärme ab über den Kopf und im Halsbereich. Das Bild wird wohl dann auch verschwunden sein. Diese mietbaren E-Roller, die an jeder Ecke stehen, die wird es dann wohl leider auch nicht mehr geben. Wenn ihr nichts mehr zu tun habt, also eure Arbeit ist weit erledigt habt, dann versucht so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen und euch zu erholen. Das heißt, ihr versucht möglichst zu ruhen. Schlafen könnt ihr nicht immer, ist mir klar, aber dann ein Buch lesen, sich mit den anderen ein bisschen unterhalten, Radio hören solltet ihr eh. Ihr solltet euren Scanner, euer Notfallradio jede volle Stunde am Tag einschalten mal kurz und hören, ob es Neues gibt. Je mehr Energie ihr spart, desto weniger werdet ihr auch an Wasser und an Nahrung verbrauchen. Das Thema Brennholz, das ich vorhin angeschnitten habe als Beispiel, holen wir, wenn wir keines mehr im Haus haben. Ihr solltet, wenn ihr einen Garten habt und Vorräte dort lagert, nachts rausgehen, um das Brennholz zu holen. Dabei sollte einer in den Garten gehen, das Brennholz in der großen Tasche holen, der andere sollte drinnen bleiben, aber die Rufmöglichkeit haben, um ihn bei der Drohnengefahr zu warnen, sodass er notfalls flüchten kann. Wohin? Natürlich ins Haus. Dann solltet ihr immer euren UBB, was das ist, komme ich noch drauf, vollständig halten. Ihr solltet immer schauen, ob alles drin ist und alles, was ihr für den UBB braucht, um ihn zu erweitern, solltet ihr wissen, wo es ist. So, jetzt kommen wir zu dem Thema mit dem UBB. Nachts zwischen 2 und 5 Uhr da schlafen die meisten, vor allem wenn schlecht Wetter ist, sind kaum Leute draußen. Da könnt ihr auf Streifzüge gehen. Nein, da solltet ihr auf Streifzüge gehen. Und ich erkläre euch auch warum. Ihr könnt euch dann Sachen besorgen. Wie Trinkwasser aus dem Tümpel, den ihr schon gesehen habt, oder aus einer anderen Wasserquelle. Ihr könnt aber auch schauen, wie es denn aussieht, die Stimmung. Sind in der Nachbarschaft schon Scheiben eingeschlagen, Türen eingetreten? Sieht man da schon Gewalt? Dann müsst ihr euch überlegen, wie ihr damit umgeht. Also so ein UBB, ich sag's jetzt mal deutlich, ich nenne das Urban Bug-In Bag. Eigentlich ist es sowas wie ein EDC, aber er dient nicht dazu, nach Hause zu kommen, sondern rauszugehen und wieder nach Hause zu kommen. Zum vorherigen Tagesablauf, sicherlich gibt es da noch das ein oder andere Thema, das ihr beachten müsst. Ihr müsst euch das selbst mal überlegen, welches Zeitmanagement ihr für euch plant. Keines zu haben ist auf jeden Fall die schlechteste Methode.
spezielle Rucksack, der ist nicht mit allem gefüllt. Man kommt in der Regel nach diesen Stunden von 2 bis 5 ja wieder zurück zur Base, also zu seinem Heimatort, zu seiner Wohnung, zu seinem Haus. Und da hat man eigentlich wieder alles da, auch um ihn eben wieder aufzufüllen, wenn man was verbraucht hat. Oder was rauszunehmen, was er mitgebracht hat. Der UBB ist so ausgelegt, dass man auch mal 2-3 Tage lang wegbleiben kann von zu Hause. Warum? Es kann so rückweg mal abgeschnitten sein. Man kann in eine Lage geraten, wo man sagt, man kommt jetzt nicht nach Hause. Da sollte man wenigstens diese 72 Stunden wie beim BOB draußen aushalten können. Natürlich in so einer städtischen Umgebung. Die Autos werden hier nicht verschwinden. Die Häuser, die auch nicht. Aber überall sind Ressourcen. Man muss sie nur richtig finden. Und da kommen wir auch dazu. Ihr werdet jetzt sagen, naja, das ist auch nichts anderes als plündern. Ja, da habt ihr schon recht. Ein Stück weit. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Ich würde also nirgends was wegnehmen, wo noch jemand lebt. Ja, ich würde niemandem was wegnehmen, was er braucht. Andersrum ist es so, man wird euch versuchen, alles wegzunehmen, was ihr braucht. Ja, das ist eine Gewissensfrage. Aber was so noch rumliegt, was in verlassenen Gebäuden zu finden ist, da würde ich mich bedienen. Sage ich ganz offen und ehrlich, da würde ich eben meine Vorräte, mein Wasservorrat, das Material, das sie zur Verfügung haben, vielleicht, sage ich, das kann ich ja noch brauchen, würde ich mitnehmen und nach Hause bringen. Ja, was ist in dem UBB drin? Fast genau das gleiche wie einem BOB, nur ein bisschen erweitert oder abgespeckt. Ein Multitool. Multitool braucht man in der Stadt. Man kann immer wieder mal einen Schraubenzieher brauchen, eine Zange brauchen, um ein Draht aufzudrehen oder sonstiges. Natürlich ein feststehendes Messer. Da nehme ich dieses Mora. Hat 11,5 cm Klingenlänge und ist damit deutlich unter dem, oder man kann es deutlich noch führen, ohne Probleme zu bekommen. Auch in Zeiten, in denen es noch keine Krise gibt. Dann so eine Klappsäge aus dem Baumarkt. Kostet bei Thurm, mache jetzt keine Werbung für eine Firma, aber da weiß ich zufälligerweise zwischen 3 und 5 €. Und die sind relativ robust und stabil. Die wiegt ja auch nichts. Dann eine Kniepex. Schneidzange. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Kniepacks finde ich sehr gut. Ich habe so eine, da kann man Stahlseile oder dünne Stähle durchschneiden, durchzwicken. Natürlich jetzt kein Schloss. Da kommen wir später drauf. Mit Feuerstein, Stahl und Zunder seid ihr da nicht gut bedient. 2 bis 3 Big-Feuerzeuge, das gehört rein. Schnell Feuer machen. Vielleicht noch ein bisschen Wattepausch mit Watte getränkt, um das Feuer schnell in Gang zu kriegen. Werdet ihr eh kaum brauchen. Aber besser haben als brauchen. Eine leichte Decke. Wolldecke, Fließdecke, Frottedecke. Zum Wärmemanagement, wenn man draußen ist. Eine wasserfeste Unterlage. So eine Elefantenhaut. Verschiedene Folien gibt es da ja. Oder ja, Möglichkeiten, um eben sich mal draufzusetzen, ohne dass man gleich einen nassen Hintern bekommen. Ich nehme immer 5 bis 7 Abfallbeutel mit. Warum? Die kann man dann auch nutzen, wenn man was reintut, um es in der Hand zu tragen. 2 bis 3 Einmalponchos, Wegwerfponchos. Man muss sie nicht unbedingt wegwerfen, man kann sie wieder zusammenlegen und vielleicht in eine größere Tüte einpacken und wieder mitnehmen. Nichts ist schlimmer als draußen nass zu werden, wenn es kalt ist. 2 bis 3 dieser Rettungsdecken mit goldener und silberner Seite, auch Wärmemanagement, Nässeschutz. 10 bis 20 Meter Paracord. Die gibt es ja schon in solchen Bündeln zu kaufen. Eines davon, oder ihr macht euch irgendeine Rolle, möglichst flache, so wie eine Wäscheleinenrolle, und rollt da die 10 bis 20 Meter drauf. Einen Tatonka Edelstahlbecher. Und weil es so schön ist, passt in diesen Becher auch gleich eine Algane Trinkflasche mit 1 Liter. Die solltet ihr auch dabei haben. Einen Spirituskocher. Das muss nicht der teuerste sein. Ich weiß, da gibt es tolle Modelle. Das soll funktionieren.
und gefüllt sein. Und 500 Milliliter Spiritus in einer Sicherheitsflasche. Da gibt es spezielle Flaschen für den Transport von brennbarem Gut, ob Spiritus oder Benzin, ist egal. Dann einen Wasserfilter und oder einen Live-Straw mit Beutel zum Wasser durchquetschen. Ich habe beides dabei. Ich habe einen Katadyn-Wasserfilter, der 2 Liter pro Minute schafft. Und da komme ich noch drauf, ich sollte ja rausgehen und Wasser wieder nach Hause bringen. Und dann wird es daraufhin schon mal vorgereinigt. Zusätzlich noch einen Kompass, Marschkompass und einen Stadtplan. Einen möglichst detaillierten Stadtplan. Ein kleines Nähset, falls unterwegs mal was kaputt geht. Und ein Schemacktuch. Das sind solche Halstücher, kann man auch Kopftücher benutzen, weil man eben über den Hals sehr viel Wärme verlieren kann. Und man kann es nach oben ziehen und sich so ein bisschen unkenntlicher machen. Fällt weniger auf. Dann, klar, ich werde da draußen ja was arbeiten. Egal was. Arbeitshandschuhe aus Leder sind da sehr hilfreich. Man verringert die Verletzungsgefahr. Dann, was ich jetzt schon aufhab, die Wollmütze und normale Handschuhe. Es sollte natürlich auch entsprechend den Temperaturen gekleidet sein. Nachts wird es eigentlich auch im Sommer kalt. Ich habe schon mal Augusttage erlebt. Da habe ich nachts in meinem Sommerschlafsack gefroren. Also gehen die Temperaturen schon teilweise mal auch auf unter 10 Grad, wenn man Pech hat. Und wenn man dann draußen verbringen muss, weil man nicht nach Hause kann, lieber hat man was dabei. Und so eine Wollmütze und Handschuhe nehmen nicht so viel Platz weg. Vorher schon erwähnt, eine Stirnlampe. Am besten eine, die man per USB laden kann oder wo man AAA-Akkus einsetzen kann, die man dann zu Hause per Powerbank wieder lädt. Warum keine Taschenlampe? Wenn ihr draußen seid, wollt ihr beide Hände frei haben, um was zu arbeiten, um was zu tun, um euch gegebenenfalls zu verteidigen. Da ist eine Taschenlampe nicht unbedingt ideal. Ein kleines Dietrich-Set. Zuerst sagen, ja, was nützt mir das Set, wenn ich damit kein Schloss aufkriege? Ja, bei Amazon oder sonst wo kann man solche kleinen Sets kaufen mit Übungsschlössern. Und dann setzt man sich abends halt mal hin, anstatt irgendeinen blöden Film anzugucken, und probiert, wie man solche einfache Bügelschlösser aufkriegt. Wenn man die da sicher aufkriegt, dann geht man weiter. Im Netz gibt es auch PDFs, in denen erklärt wird, welche Methoden es gibt, um solche Dietriche einzusetzen. Dürft ihr natürlich nur bei euch zu Hause tun und nicht woanders. Ein starkes Klebeband, auch Duct Tape genannt. Die ganze Rolle ist vielleicht ein bisschen groß, aber so 10 Meter, 15 Meter, auch auf so eine Karte gewickelt. Ist hilfreich, wenn ihr unterwegs seid, um schnell mal was zu reparieren, schnell mal was zuzugeben, schnell mal was festzumachen. Was viel vergessen, wenn sie rausgehen, ist ein kleines Erste-Hilfe-Set. Da sollte alles Wichtige drin sein. Also, normales Pflaster, Wunddesinfektionsmittel, Druckverband, Verbandsmaterial, Wundauflagensterile und Medikamente wie Schmerzmittel. Ihr müsst das nach eurem Bedarf richten. Manche brauchen da mehr, wollen mehr mitnehmen, andere weniger. Aber so eine kleine Tasche, die kann sehr hilfreich sein, wenn ihr euch zum Beispiel mit der Säge mal in den Arm sägt oder in die Hand sägt oder mit dem Messer aus Versehen verletzt oder in eine Glasscherbe fasst. Ja, dann seid ihr froh, wenn ihr sowas dabei habt. Was ich immer dabei habe, ist eine Zwille, eine kleine Zwille, ein Steinschleuder. Das ist ganz hilfreich manchmal. Kann man Leute damit auch ein bisschen ablenken, indem man woanders hinschießt und dann Geräusch verursacht. Aber ihr wisst, wozu man sonst Zwillen noch benutzen kann. Ein kleines Notizblöckchen und Bleistifte. Ein, zwei Bleistifte. Ihr habt ein Messer dabei, ihr könnt ihn wieder anspitzen. Warum? Wichtige Sachen kann man sich da notieren. Zum Beispiel, wenn ihr was gefunden habt oder wenn ihr ein Gespräch mithört oder wenn ihr euch merken wollt, wohin ihr auf keinen Fall mehr gehen dürft oder wo ihr schon wart. 5 dieser Mr. Tom Riegel. Die reichen die ganze Nacht, glaubt's mir. Die reichen auch die 3 Tage zur Not. Und Wasser, Wasser könnt ihr euch beschaffen, wenn ihr unterwegs seid. Jetzt kommt das Schwierigste, ein 5 Liter Faltkanister. Ja, sagen, wozu? Naja, ihr sollt ja nach Hause bringen, was ihr nicht mehr habt. Und was euch am schnellsten ausgehen wird, ist Wasser. Also bringt ihr immer die 5 Liter
plus die 1 Liter in einer Garneflasche nach Hause, sprich 6 Liter. Das sind für 3 Personen 2 Liter. Oder für 6 Personen jeweils 1 Liter. Na gut, ihr seid jetzt 7 Personen, dann müsst ihr immer noch 1 Liter nehmen, den ihr noch vorrätig habt. Aber ihr streckt damit eure Vorräte. Also jetzt kommt es sehr optional. Ein kleiner Bolzenschneider. Also so ein richtig schwerer Bolzenschneider, mit dem man auch mal ein Sicherheitsschloss knacken kann. Ein kleines Montiereisen oder auch Brecheisen genannt. Schwer, aber manchmal auch nötig, um was wegzustimmen, was aufzustimmen. Das Letzte, das wäre ein kleines Funkgerät, aber nur dann, wenn ihr eine Sprechgarnitur habt dafür. Was ist das? Das ist nichts anderes wie ein Stöpsel fürs Ohr mit Mikrofon, sodass das Ding nicht laut losquäkt, wenn euch jemand von zu Hause erreichen will oder wenn ihr mit ihm reden wollt. Dann solltet ihr immer in eurer näheren Umgebung anfangen mit Suchen. Und wenn ihr da nichts mehr findet, dann erst den Kreis erweitern. Je weiter ihr von zu Hause weggeht, desto schwieriger wird die ganze Sache. Erst sind die Wege länger und auch die Gefahr, entdeckt zu werden, wird größer. Neben dem Trinken soll eure Hauptpriorität auch sein, Essbares mit nach Hause zu bringen. Und als letzte Priorität anderes Material, das ihr zu Hause noch gebrauchen könnt. Wenn ihr mal mehr findet, als ihr transportieren könnt, dann versteckt kleine Depots. Macht euch kleine Depots, versteckt da die Sachen. Die könnt ihr dann in derselben Nacht beim zweiten ranholen oder in der nächsten Nacht. Vielleicht riskiert ihr es einmal auch, zu zweit rauszugehen nachts. Und der eine macht sein normales Turn und der andere holt die Sachen, die ihr hinterlegt hat. Wenn ihr wirklich Funkgeräte habt, dann solltet ihr dauerhaft mit eurem Zuhause in Verbindung stehen. Und nicht so, dass ihr dauernd quasselt oder quatscht, sondern dass ihr die Möglichkeit dazu habt. Möglichst wenig Sendebetrieb, möglichst wenig Gespräch. Vielleicht macht ihr auch schon vorher Codes aus, die nur durch Klicks bestehen. Morgens sollte in dem Briefing, das ihr macht, immer dann auch drin sein, was ihr nachts erlebt habt, was ihr mitgebracht habt, was ihr als wichtig erachtet, sodass alle in der Gruppe auf dem gleichen Stand sind. Ja, ich habe es ja schon gesagt, der UBB, welch ungewöhnlicher Name, ist nichts anderes als ein abgespeckter BOB oder ein leicht erweiterter EDC. Also ein Backout-Bag oder ein Get-Home-Bag, nicht EDC, sondern ein Get-Home-Bag. Für jeden sollte aber schon so einer bereit liegen zu Hause. Also nicht nur für den, der nachts weggeht, sondern für jeden. Denn ihr könnt die ganz schnell zu Fluchtrucksäcken machen. Der UBB bietet da eine sinnvolle Basis für einen BOB. Vor der Flucht aus eurem Eigenheim solltet ihr alles, was noch geht, verstecken. Alles, was noch geht an Nahrungsmitteln oder Material, das ihr nicht mitnehmen könnt. Aber das für euch wichtig erscheint. Was ihr nicht verstecken könnt, und ihr werdet vieles nicht verstecken können, da gibt es eine andere Lösung dafür. Auf Lebensmittel macht ihr große Schilder dran, wo drauf steht, vergiftet. Ihr werdet sagen, es gab doch eh keiner. Ja, da kauft ihr euch so ein paar Milliliter, 0,5 Liter Buttersäure, Amyl-Ester oder Buttersäure. Das Zeug stinkt erbärmlich. Davon verspritzt ihr nur 1-2 Millimeter um eure Lebensmittel herum im selben Raum, bevor ihr geht. Und ich gebe Brief und Siegel, dass viele zurückkehren werden und ihre Sachen nicht angetastet sind. Das Zeug stinkt erbärmlich. Warum solltet ihr das machen? Selbst wenn ihr jetzt fliehen müsst, es kann ja sein, dass ihr ein paar Tage später wieder zurückkehren könnt. Und dann ist das Zeug noch da. Oder wenn ihr nicht zurückkehren könnt, weil die Umgebung immer noch so unsicher ist, da könnt ihr wenigstens von dort Nahrungsmittel, Material zu euch hinholen, wo ihr jetzt gerade lagert. Ja, wo lagert ihr denn jetzt, nachdem ihr wieder von zu Hause fliehen musstet? Ja, hoffentlich nicht allzu weit weg. Und hoffentlich habt ihr bei euren nächtlichen Touren schon Stellen entdeckt, wo ihr hin könnt. Temporär hin könnt, weiterhin in urbaner Umgebung. Sodass ihr wieder zurück könnt, obwohl es in euer Haus. So, wie ergänzt ihr jetzt euren UBB zum BOB? Das ist eigentlich relativ einfach. Ihr nehmt ein bisschen mehr Nahrungsmittel mit. Trockennahrungsmittel. Ich würde auch wieder da Mr. Ton vorziehen. Und Reis. Beides füllt nämlich die Grundnahrungsmittelbedarf auf. Ihr könnt auch noch Nudeln mitnehmen.
Brühwürfel sind vielleicht hilfreich. Irgendein Heißgetränk, das ihr vorher schon in kleinere Gefäße abgepackt habt. Vielleicht auch die eine oder andere alte Filmdose mit Instant-Kaffee. Auf jeden Fall solltet ihr einpacken euer USB-Solarpanel. Denn ihr müsst eure Sachen wieder aufladen können. Das muss auf jeden Fall rein. Ja, was ihr auch mit einpacken müsst, sind alle eure Medikamente, die ihr habt, die ihr braucht. Davon würde ich auch nie etwas zurücklassen. Das Zeug ist meistens so leicht und nimmt so wenig Platz weg, dass man schon reichlich davon mitnehmen kann. Wenn ihr in einer kälteren Jahreszeit raus müsst, Herbst oder Winter, dann wird euch die Decke, die ihr dabei habt, nicht reichen. Dann solltet ihr auf jeden Fall Schlafsäcke mitnehmen. Muss aber nicht jeder dabei haben. Denn ihr werdet auch dort Nachwachen aufstellen müssen. Und die müssen beweglich sein, also nicht im Schlafsack. Das heißt, ihr braucht ungefähr 60%, die Zahl dann aufgerundet, an Schlafsäcken dabei. Nehmen wir an, das ist eine Gruppe von 7 Leuten. Dann kommen da 4,2 Schlafsäcke raus. Das heißt, 5 Schlafsäcke. 2 Leute können also dann anstatt der Schlafsäcke, die ja so ein Teil 4 Kilo wiegen, noch andere Sachen mitnehmen. Das solltet ihr auch tun. Neben den Medikamenten würde ich natürlich auch Erste-Hilfematerial nicht zu Hause lassen. Vergesst auch die wichtigsten Hygieneartikel nicht. Frauen haben da andere Bedürfnisse wie Männer. Und eigentlich sollte im UBB ja noch genug Platz sein, um das Ganze einzupacken. Denn ihr geht ja mit dem UBB raus, um Sachen nach Hause zu holen. Also ist es nicht komplett gefüllt. Wenn ihr nicht alles reinkriegt, dann erwägt doch einen Rucksack mit Molle-System. Den könnt ihr um ein paar Taschen erweitern. Die könnt ihr auch schon fertig gepackt rumliegen haben. Die braucht ihr nur noch dran machen. Oder einfach so mal, wenn es schnell sein muss für der Flucht, in eine Jute-Tasche packen und später auf euren Rucksack montieren. Jetzt seid ihr von zu Hause weg. Die Lage spitzt sich jetzt weiter zu urbaner Umgebung. Irgendwann wird das Punkt erreicht sein, wo ihr sagt, nee, das wird mir zu risikoreich. Und ihr werdet so ein bisschen in die Vororte wechseln wollen. Ihr solltet nicht warten, bis es soweit ist, sondern ihr solltet eure nächtlichen Touren jetzt auch dazu nutzen, um an geeigneten Stellen kleine Depots anzulegen, wo ihr schon mal Sachen hinterlegt, die dann dort nützlich sein werden. Also Nahrung, ein bisschen Wasser, vielleicht in Flaschen, PET-Flaschen werdet ihr genug finden. Eskaliert es dann wirklich so sehr im urbanen Umfeld, da könnt ihr ohne großes Gepäck an diesen Ort gehen, falls ihr die Chance habt, im Vorfeld schon solche Depots anzulegen. Und ihr habt schon so einen Ort, wo ihr sagt, da könnten wir im Krisenfall noch hin. Da wären wir relativ abgeschieden, vielleicht auch gar nicht so weit weg von euch zu Hause. Viele Sachen sind ja auch, zum Beispiel in einem Dickicht, in einem kleineren Stadtwald, schwer zu finden. Dann hinterlegt euch doch auch ein paar Top-Planen. Und ein bisschen zusätzliches Paracord. 3x3 Meter Tarpplanen, damit ihr wegen ein bisschen windwettergeschützt seid. Ich muss euch ja nicht sagen, dass diese Tarpplanen nicht unbedingt knallgelb und knallrot sein sollten, sondern schon eher, naja, ich sag mal moderat gehalten, sodass man sie nicht so leicht sieht. Wenn es zu diesem Schritt kommt, dass ihr da in der urbanen Umgebung wirklich jetzt erstmal temporär verlassen müsst, dann kommt ihr an einen neuen Ort an. Dann stellt euch darauf ein, dass ihr da nicht ewig bleiben könnt. Jemand kann euch mal sehen und dann müsst ihr schnell wieder von dort woanders hin. Also fangt sofort, nachdem ihr dort war, das selbe Spielchen nochmal an und legt nachts oder auch in der Dämmerung an einem zweiten geeigneten Ort wieder solche Depots an, sodass ihr im Zweifelsfall euren Standort schnell wechseln könnt. Die ganze Situation ist in Krisenfällen immer sehr dynamisch. Oft verändert sich's von heute auf morgen und die Kontrolle, die habt ihr nie wirklich. Ich habe das Ganze jetzt nur so in einem Abriss gemacht. Da gibt es sicherlich noch viele Side-Faktoren, die man berücksichtigen muss, die ich jetzt gar nicht ins Video packen kann. Da wird es vielleicht auch zu lang werden, aber vielleicht fällt euch noch mehres ein. Schreibt es in die Kommentare oder setzt es einfach für euch um. Ja, ich hoffe, es war wieder ein bisschen informativ und ihr könnt da was rausnehmen. Wie gesagt, der Großteil der Bevölkerung lebt ja nun mal leider in einem urbanen Umfeld, also in der Stadt. Auf dem Land leben
nicht allzu viele, und die können sich helfen. Ja, die leben da schon länger auf dem Land, die kennen ihre Umgebung. Ihr könnt nicht mal den Namen der dritten Querstraße, wenn ihr nach Osten geht. Also dann, bis zum nächsten Mal.